Die Menge k beinhaltet alle komplexen Zahlen, für die gilt, die Norm der komplexen Zahl ist echt kleiner oder gleich 3. Geometrisch gesehen betrachte ich hier eine Kreisscheibe, ich interessiere mich aber nur für den Rand der Kreisscheibe. Das heißt, ich beziehe mich dann auf alle komplexen Zahlen, für die gilt, die Norm dieser komplexen Zahlen muss exakt 3 sein. Mit der Menge sind alle Punkte auf der Kreislinie beschrieben. Diese Kreislinie kann ich mit der folgenden Kurve beschreiben. Ich bilde das Intervall von 0 bis 2 Pi in die komplexe Gauß-Zahlenebene ab, wobei die Parametrisierung so gewählt wird. 3 mal e hoch it. Mit dieser komplexen Zahl erreiche ich jeden Punkt auf der Kreislinie. Skizze. Also hier ist die Gauß-Zahlenebene. Hier der Kreis. So, und wir möchten ein Kurvenintegral berechnen, dann ist es nach Konvention so, dass wir entgegen der Uhrzeigerrichtung integrieren müssen. Und wir wollen über die Funktion f von z gleich z hoch n mit n Element n integrieren. Gut. Die Definition des komplexen Kurvenintegrals. Wir integrieren eine Kurve entlang des Randes einer Kreisscheibe über eine Funktion f von z. Das ist eine Funktion, die innerhalb der Gauß-Zahlenebene abbildet, nämlich komplexe Zahlen auf z hoch n, wobei n aus den natürlichen Zahlen ist. So, nach Definition gilt hier unter Verwendung der Parametrisierung, dass ich hier ein Integral zu berechnen habe von 0 bis 2 Pi über f von der Parametrisierung multipliziert mit der Ableitung der Parametrisierung nach dt. Eingesetzt Integral von 0 bis 2 Pi, unsere Abbildungsvorschrift ist z hoch n. Unsere Parametrisierung ist 3 mal e hoch it. Jetzt die Parametrisierung abgeleitet, dann habe ich hier 3i mal e hoch it nach dt. So, ich kann hier zusammenfassen, nämlich 3 hoch n und 3 hoch 1. Das ist 3 hoch n plus 1. Integral von 0 bis 2 Pi, i mal e hoch i, n plus 1 mal t nach dt. Die beiden lassen sich über eine Potenzgesetzmäßigkeit zusammenfassen. Es gilt ja wohl, erstes Potenzgesetz hier angewendet, Exponent auf Exponent, also habe ich hier e hoch int mal e hoch it. Jetzt habe ich hier e hoch i n plus 1 mal t. Gut. So, jetzt kann ich dieses Integral berechnen. Nämlich, das ist nichts anderes als 1 durch n plus 1, ja, mal e hoch i n plus 1 mal t in den Grenzen 2 Pi und 0. Wenn ich das hier ableite, dann würde i mal n plus 1 nach vorne kommen, dann hätte ich dieses i wieder und n plus 1 könnte ich dann kürzen. Also ist das tatsächlich die Stammfunktion. Jetzt obere Grenze einsetzen, abzüglich unterer Grenze.
Die konstanten Anteile kann ich nach vorne schreiben. Dann habe ich hier zunächst e hoch i n plus 1 mal 2 Pi minus e hoch i n plus 1 mal 0. So. Das ist dann 3 hoch n plus 1 durch n plus 1 mal e hoch i n plus 1 mal 2 Pi minus e hoch 0. E hoch 0 ist nach Definition aber 1. So. Jetzt verwende ich an der Stelle die Euler-Identität. Dann kann ich schreiben, Cosinus von n plus 1 mal 2 Pi plus i mal Sinus von n plus 1 mal 2 Pi minus 1. N plus 1 ist wegen n ist aus den natürlichen Zahlen stets größer oder gleich 2. Ich habe aber hier 2, also 2 ist eine gerade Zahl. Also habe ich hier stets den Wert 1 und hier stets den Wert 0. Ja? Also habe ich dann einen Kurvenintegralwert von ja, 1 minus 1 ist dann 0, also insgesamt 0. Gut. Eine etwas aufwendigere Aufgabe ist die folgende. Wir betrachten wieder die Menge der komplexen Zahlen, für die gilt, Betrag der komplexen Zahl ist echt, kleiner oder gleich 2. Diesmal schauen wir eine Kreisscheibe mit dem Radius 2 an, interessieren uns aber wieder nur für den Rand der Kreisscheibe. Das heißt, ich schaue mir alle komplexen Zahlen an mit der Norm 2. Gut, diesmal ist das komplexe Kurvenintegral vorgegeben. Hier kann man dann zunächst den Integranten versuchen zu vereinfachen. Das ist ja nichts anderes als z plus i mal z minus i nach dz. Hier steht ja jetzt 1 mal z Quadrat. Jetzt kann ich die 1 anders schreiben und zwar wie folgt. Ich kann schreiben, das ist minus i Quadrat halbe minus i Quadrat halbe mal z Quadrat dividiert durch z plus i mal z minus i nach dz. Also hier steht immer noch 1. Das wiederum ist nichts anderes als das Kurvenintegral entlang des Randes über minus i Quadrat halbe minus i Quadrat halbe plus zi halbe minus zi halbe. Hier steht 0. Insgesamt steht aber hier wieder 1, da 1 plus 0 stets 1 ist. Ja? Klammer zu mal z Quadrat dividiert durch z plus i mal z minus i nach dz. So. Was bringt mir diese komplizierte Umformung? Naja, ich kann jetzt i halbe ausklammern. Und zwar wie folgt. Z Quadrat kann ich nach vorne schreiben, weil das sich auf die komplette Klammer hier bezieht. Dann kann ich i halbe ausklammern und zwar z minus i mal i halbe. Und hier drüben klammere ich i halbe wie folgt aus. Z plus i mal i halbe mal z Quadrat. So, dividiert durch z plus i mal z minus i nach dz. Gut, dadurch habe ich viel gewonnen, denn jetzt kann ich den Bruch in zwei Teilbrüche zerlegen, nämlich zum einen und zum anderen. Gut, ich kann hier kürzen. Jetzt habe ich einen etwas einfacheren Integranten, nämlich
Gut. Ich kann die Kurve jetzt in zwei Teile einteilen und wenn ich jetzt nachweisen kann, dass diese Funktion hier holomorph ist und der entsprechende Z0-Wert innerhalb meines Gebietes liegt, dann darf ich die Cauchy-Integralformel anwenden. Das wollen wir jetzt mal versuchen. Zunächst spalte ich die Kurve auf. Das hier kann ich so schreiben, das ist minus minus i plus, so, dieses Plus kann ich auch als Minus schreiben, also minus vor das Kurvenintegral ziehen, dann habe ich hier z² mal i halbe dividiert durch z minus i. So. Die Norm von minus i ist echt kleiner als die Norm von ja, 2 plus 0 mal i. Und hier ebenso. I liegt innerhalb meines Gebietes. Das Gebiet ist eine ja, Kreisscheibe, aber uns interessiert ja nur der Rand. Also habe ich hier den Rand. Die Kreisscheibe hat den Radius 2. Und i und minus i liegt innerhalb des Randes. Ja. Hier ist i, hier ist minus i. Hier ist der Rand, der mich interessiert. Der hat ja den Abstand 2 zu der komplexen Zahl 0 plus 0 i. Naja. Und dann wäre die erste Bedingung für die Cauchy-Integralformel bereits erfüllt. Z0 habe ich einmal minus i und i. Beide liegen innerhalb meiner Kurve. Ja? Gut, jetzt müssen wir belegen, dass diese Funktion noch holomorph ist und dann können wir den Satz anwenden. F von z gleich z² mal i halbe ist holomorph. Denn für f von z gleich i halbe z² darf ich schreiben, das ist x plus yi Quadrat. Das ist wiederum nichts anderes als x Quadrat plus 2xyi minus y Quadrat. Das ist wiederum nichts anderes als diese komplexe Zahl ausmultiplizieren so gut denn für f von z sind die Cauchy Riemann Differentialgleichungen erfüllt. Für alle x, y, für alle Punkte aus der Ebene erfüllt. So. Nachweis, Realteil abgeleitet nach x ist dann minus y. Ja. Imaginärteil abgeleitet nach y ist auch minus y. So. Gut. Das andere stimmt auch. Realteil nach y abgeleitet ist minus x. Das ist dasselbe wie die negative partielle Ableitung des Imaginärteils nach x. Gut. Also sind diese Differentialgleichungen erfüllt. Somit ist die Integralformel von Cauchy anwendbar. Und es gilt,
1 durch 2 Pi. Z Quadrat mal i halbe dividiert durch z minus minus i nach dz plus kann ich auch minus schreiben, also minus rausziehen. Dann habe ich hier z Quadrat mal i halbe dividiert durch z minus i nach dz. So, das ist dann nach der Cauchy-Integralformel nichts anderes als f von minus i plus f von plus i, und zwar für f von z gleich z Quadrat mal i halbe. So, hier steht unser Kurvenintegral. Es stört noch dieser Faktor, aber die Gleichheit gilt nach dem Cauchy-Integralformelsatz. Also brauche ich nur mit 2 Pi mal i multiplizieren und habe den Faktor hier auf der linken Seite eliminiert. Auf der rechten taucht er dann auf, wenn ich hier zuvor klammer. Und dann brauche ich nur noch einsetzen. Also hieraus folgt, das Integral hat folgenden Wert. Zwei Pi mal i mal minus i zum Quadrat mal i halbe plus i Quadrat mal i halbe ist gleich. So, 2 Pi mal i. Hier hätte ich zunächst i Quadrat mal i halbe plus i Quadrat mal i halbe. So, das lässt sich zusammenfassen. Dann habe ich hier i hoch 3 halbe plus i hoch 3 halbe. Das macht dann 2 mal i hoch 3 halbe. Dann kann ich das hier vergessen. So, jetzt habe ich 2 Pi mal i hoch 4. 4 ist eine gerade Potenz. Also habe ich hier 2 mal Pi plus 1 multipliziert, und das ist ja nichts anderes als 2 Pi. Gut. Eine letzte Beispielaufgabe. Ja, es wäre schön, wenn ich hier jetzt noch ein i hätte. Ja, da muss ich die Aufgabe etwas abändern. Nämlich, wir schauen die Menge der komplexen Zahlen an, für die gilt Betrag von z echt kleiner als 1, interessieren uns aber wieder für den Rand. Diesmal haben wir die Einheitskreisscheibe und die parametrisiere ich wie folgt. So. Wobei f eine komplexwertige Funktion ist, die innerhalb der Gauß-Zahlenebene abbildet, und zwar komplexe Zahlen auf ihr komplex konjugiertes. Gut, Skizze. Wir haben hier den Einheitskreis diesmal. Der Einheitskreis hat geometrisch betrachtet den Radius 1. Und wir interessieren uns für das Kurvenintegral entlang des Randes. So, dann ist ein Punkt auf dem Rand mit dieser komplexen Zahl definiert. Ja, ich habe die komplexe Zahl mit einem unbekannten Winkel. Den Winkel könnte ich bestenfalls schätzen, also muss ich hier Phi schreiben, aber der Parameter t läuft ja von 0 bis 2 Pi. Ja? Also kann ich jeden
erdenklichen Punkt auf meiner Kreislinie, das wäre Phi 2 jetzt, erreichen durch diese Parametrisierung. Das ist die komplexe Zahl mit der Norm 1. Ja. Und somit ist das natürlich eine vernünftige Parametrisierung dieser Kreislinie. Gut. Nach Definition für das Kurvenintegral gilt dann Integral von 0 bis 2 Pi über f von z von t multipliziert mit der Ableitung nach dt ist gleich Integral von 0 bis 2 Pi. Unsere gewählte Funktion ist das komplex konjugierte. Unsere Parametrisierung steht hier. Ja, müssen wir natürlich den Pfeil machen. Und dann habe ich hier, naja, e hoch i t komplex konjugiert. Jetzt die Ableitung mal i mal e hoch i t nach dt. Gut. Das ist nichts anderes als das Integral von 0 bis 2 Pi mal i mal e hoch minus it mal e hoch it nach dt ist gleich i mal 0 bis 2 Pi e hoch minus it mal e hoch it nach dt. Die beiden lassen sich zusammenfassen. Entsteht da e hoch it minus t, das ist sicherlich 0. Dann habe ich hier i mal Integral von 0 bis 2 Pi über 1 nach dt. Das ist dann Stammfunktion t in den Grenzen 2 Pi und 0. Obere minus untere Grenze habe ich dann 2 Pi mal i. So, die Aufgabe etwas abgeändert. Und schon habe ich hier mein i dabei. Und an der Stelle beende ich natürlich das Video.